Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben Glenn-Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online Racing zusammen mit Dalu, Gippy, Elektro, Juliversal, Kundran und Maru. Hallo. Hallo. Ich habe den oberen Container diesmal. Scheiße, echt schon das da? Ich habe die Tipps nicht gelesen. Da stand Scrape the Top Container. Boah. Das war ja Alter, was? Nee, Juli, ich bin ganz normal gestartet, ohne zu lenken. Nee, Gippy, nee. Ja, auch? Nee. Wenn da jemand... Also ja, sah so aus. Ja. Mensch, Lektor, was da passiert? Hallo, ich mach überhaupt nichts. Gippy hat alle abgeräumt, ja. Ich fahre einfach nur. Ja, ohne zu bremsen, wie er steht. Doch, mit Bremsen. Du fährst einfach nur ohne zu bremsen, ohne zu lenken. Nein. Oh, shit. Oh mein Gott, ich hab Leitungsdauer. Das war gut. Da war ich die... Oh, shit. Ich hab Vollbremse. Explodieren die eigentlich wirklich? Ja. Das hab ich echt überlebt. Was also der ist nicht explodiert. Was machen Sachen? Der Kundran macht Faxen da. Entschuldigung, Maro. Mit den explosiven Containern da überall immer, wenn man falsch fährt. Das ist so. Der hasst einfach Linksabbieger. Der mag die nicht. Will ein Zeichen setzen. So, wo kommt der Container ab, den wir aufpassen müssen? Aber was ist das denn hier? Okay, sieht jeder Container aus. Okay, Maru! Gehen wir voll? Maru, Tim! Ja. Was denn? Da fahren alle geradeaus rein, also vermutlich. Mann, ey! Ich hab's rausgefunden. Wir müssen umdrehen, ne? Nee, ich glaube, wir müssen die Rampe hochfahren. Alle sind gefahren. Nee. Doch, da die Rampe hoch. Hier die Rampe hoch. Ja, da du musst aber, den Huckel hinten. Aber das gibt Leute nicht. Ja, super. Ich hab's gesehen. Du musst in den Container. Doch. Du musst ja, da rein. Oben drüber. Nein, du musst da rein. In der Mitte ist eine Ach, Lücke. Ach, davor ist ja dieser Huckel. Das ist ja absolut. Ah, jetzt verstehe ja, aber rein, ey. Wir haben hier eine ganz normale Map. Die ist geil. Toll, schöne oh, Map. Ist super nice. Wir, warte mal, bis er durchfegt. Kann man da okay, das ist cool. Ich will ja gerne, aber es ist an dem Weg. Okay, das ist irgendwie cool. Ja. Das ist echt cool. Da ist halt so ein dummer Absatz davor. Okay, Juli, jetzt. Ja, dieser Absatz vor der kleinen Rampe, ne? Ja. Ja, und dann. Aber das stimmt, an sich ist das cool. Es wäre mal geil, wenn man wenn eine Strecke mal mehrere von diesen Strecken ineinander ich bauen würde. Ich werde da niemals reinkommen. Das Point-to-Point meinst du? Nee, nicht, dass immer nur, es ist wieder nur dieses eine Hindernis auf der Strecke. Oh ja. Also die ganze Strecke ist Jemand nur das. Jemand ist noch schlechter als ich, wow. Nee. Wer ist das denn? Ja. Ich will nur wissen, ich brauche eine Person, auf die mein Finger zeigt. Ich bin's. Haha. Danke. Ich hatte den Finger nicht oben, es tut mir leid. Nein, ich bin den mochte ich ja nie, ne? Alter, Finger. Weiter. Belly Grinding, Leute. Ah! Hippie. Machst du auf die Art Schluss? Das ist nicht nett. Oh. Ey, wenn man. Eigentlich ist die Strecke gar nicht so lang. Nee, ist ja auch nicht. Nee, die Strecke ist echt nicht lang. Wenn man da gut durchkommt. Seid schon wieder durch. Wer kann da im Weg stehen, kommt man auch gut durch. Und Jules ist immer im Weg. Es fühlt sich nicht gut an, was ich hier mit dem Auto mache, aber... Das Auto fühlt sich auch nicht gut an. Ja. Würde es sich besser anfühlen, wenn das Auto netter wäre? Hast du es jetzt beim First Try geschafft, Dado? Ja, ich dachte, das ist hier Rundenrekord. Was ist das wieder für ein Lack? Dieser Hobel, da kommst du echt nicht drüber, ne? Rüber. Rüber. Das war eine geile Runde jetzt hier, die zweite. Kann ich nicht bestätigen. Dado schaut zu, ich bin nicht mal eine Rampe, ey. Nice Items! Schaut jetzt zu. Wie Dado ist schon fertig. Ach, der Hucke. Bei Juli merkt man auch nicht, dass der Motor an ist. Ich fahr da so gemütlich. Ich hör das Auto gar nicht. Ich war mit Kundran, was direkt hinter mir? Ja. Was mit mir? Direkt hinter dir in dieses Röhren-Container Gedöns rein. Perfekt sind aber die Strecke durch die Stadt ist für ein Rennen eigentlich auch ganz geil. Die Kurven sind nicht zu schlimm, so, sondern es ist halt, du behältst gut Speed. Ja. Noch 13 Sekunden. Ja, du kommst das wird eng, zum Markt. Ich bin ganz realistisch mit dir. Zum Markt? Ja. Da. Bringst du mir einen Apfel mit, bitte? Holen. Bring einen Apfel mit, ja. Ich hätte gerne Banane. Da ist der Markt. Ah. Yes! Eine Mark 50, bitte. Ein Apfel, bitte?
Dickter. Ja, jetzt hier. Wie beendet. Schade. Wer hat denn hier gewonnen? Moment, du bist nicht ins Ziel gekommen, Tim? Nee. Nein, natürlich nicht. You loco. Da muss ich den Namen einblenden, den kann ich nicht. Oh, können wir auch eine schnellere Runde gefahren. Er hat mir Angst gemacht, er hat eine Maske auf. Oh, stimmt. Creepy. Wer hat da gerade den Daumen nach unten gemacht? Wer war das? Wie bitte? Hat jemand den Daumen nach unten gemacht? Ja. Ja, der kommt raus. Bestimmt. Ja. Ich habe überhaupt nichts dergleichen veranlasst. Er ist schon sehr veranlasst nicht, aber. Ja, das ist ja gut, dass wir das auf Video haben, ne? Bei Falschaussagen in der Hinsicht. Wo war noch? Also wo war positiv bewerten? Ja, das ist, glaube ich, du musst da wirklich den anderen Button drücken, nicht den, wo du denkst, es richtig ist. Y ist positiv. Ja, Osiris. Bewertet, ja. Was kann das sein? Die Map hat ein geiles Thumbnail. Florida dos Loops. Dann kannst du eine gute Florida dos Loops, Alter. Gewonnen 55, verloren 983. Ich bin fast an den 1000 los. Ja, Moment, ich bin auch an den 1000 los. Ist fast dran, 919. Aber 320 Wins. Ich habe immerhin dreistellige Wins. Nice. Ich glaube, ich habe noch nicht einen einzigen Win zu verzeichnen. Ja. Ich glaube, in deiner Statistik. Ja, eben, das ist wieder immer am Anfang des Renns. Ja, wahrscheinlich geschieht es erst, wenn man mal gewonnen hat. Ja, also, dann steht da einfach nur so 500 Sachen verloren. Ich habe gar nichts gedrückt. Ja, doch, du musst in mich reingekommen. Und ich habe dich gerade geheilt. Das war gut geboxt. Schau es dir an, wie kann man denn so ein Pech haben? Oh. Danke. Anscheinend. Bitte. Ah, links. Oh, das wäre blau. Wer ist blau? Das sind aber einige. Ich habe sogar richtig gebremst. Ob die Loopings alle echt sind. Ja, das ist aber sauknapp, ey. Ja, Kunran ist wirklich ein wilder Dattler. So der, also der Dattler. Der hat auch, glaube ich, nicht immer ganz regelkonform. Muss man ganz ehrlich sagen. Kunran ist der liebste Fahrer in GTA. Person auf Straße. Kunran anlegt, landet auf meiner Motorhaube. Nein, ich muss Kunran da einen Schuss nehmen. Einen Schuss nehmen, ja. Aufpassen. So, sind alle Loopings echt, die auf dem Ding zu sehen waren? Oh, das sieht ja tricky aus. Teil davon sind fake. Ja, kann ja wirklich Deko sein. Bei meinem Glück ramme ich jetzt gleich wieder einen hier. Ja, du kommst Gott. Die alle. Alles gut. Uli, ich verfolge dich bitte, wir treffen uns. Oh. Lebst du noch? Ja. Fahr vorbei. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich fahre genau rechts von dir. Oh mein Gott, das wird knapp. So richtig geil. Ich fahre wieder voll durch die Mitte. Loops. Oh Gott, rechts von dir. Ja, stylisch. Mal gucken, wie wir hier langfahren, ey. Wir sind in der Formation. Oh, da war eine unsichtbare Kante und jetzt schaffe ich den Sprung. Oh nein, oh nein. Ah. Vor mir. Beim Och man, da war eine unsichtbare Kante. Oh nein. Ein bisschen bewohrt. Boah, da kommt ein perfekt großer Looping. Oh nein. Das ist der größte Looping, glaube ich, den wir je gespielt haben. Das ist der längste Looping der Welt. Wow. War in die falsche Richtung. Da piept es auch ganz dubios, als ob ein Flugzeug abstürzen würde. Oh Gott, ich bin tot. Star Wars Geräusche auch mit von der Partie. Dann noch eine Explosion. Boah, einem Wrack hat hier rum. Der Todesstern hat's auch erwischt. Ich dachte, oh, der Anzug ist zu viel, da habe ich Wrack gefahren. Ist da drüben ein Aufzug? Das ist eine Runde? In den Wolken sind wir. Ja, ist es, fahren wir eine Runde oder mehrere? Zwei, was hast du verstanden? Ach, zwei, ich habe wo verstanden. Ja. So darauf noch nach. Mann, wir ist das gewollt oder bin ich einfach nur scheiße gelandet? Nein, ich bin scheiße gelandet! Oh, das Stop ist meine Schild. Chance. Ich sterbe. Ich muss mich einfach in den Weg stellen. Boah, das war stylisch. Alter, was bist du für ein Assi, ey? Ey! Oh, ich wäre rübergeflogen! Ich hab mich zurückgesetzt! Nein, ich wäre rübergeflogen! Da steht einfach Gipster wieder im Weg und ich befinde mich schon wieder auf dem letzten Platz. Habt ihr gekuschelt? Mann, Damo ist echt ein. Also. Superspieler, danke! Hä? Ich hab mich gerade zurückgesetzt. Das hat aber eine Ladezeit. Ich muss im Weg stehen bleiben. Das hat jeder gehört. Damit ich nicht runterfall, meine ich. Jetzt fahr ich Perfektion. Ich hab so perfekt ausgespielt bis dato. Ich hab nichts gesehen. Ich war ein bisschen. Das schaffst du, Jules. Gib es zu. Ich meine, du hast. Glaube nicht. Gib es zu. Kann sich auch wieder keiner ausmalen, was hier passiert ist. Aber ist okay. Ja, aber Gippi hat dann genau den gleichen Move gebracht und stand einfach mir im Weg. Muss man mal. Ach, du warst das. Ja, natürlich. Wer denn sonst? Kann ja auch nichts für, ne? Wer denn sonst? Wer ist denn sonst hinter dir? Der Weiße. Weißt du, das Maro weiß bei ihm. Also, nee, ich meine, wer denn sonst im Sinne von, das passiert ja sonst.
genau. Nein, das wir war haben ja die zweite Scherz. Runde erreicht. Wir haben eine Runde erreicht, Items. Ah. Ja. Die Items ist einfach nicht den Stick bewegen. Die Tatsache, dass du das mit wow. so viel Lachen gegenüber... Weil ich gerade ganz Zeit am Lachen bin. Ja, ich will ja nutzen diese von eurer ganzen Abwechslung. Der Kommentar hat, der Kommentar von klang einfach so bösartig. Ist halt kein fröhlicher, kein netter, aber ein fröhlicher Gamer. Das wäre ja. mal eine Ampel da, Items, ne? Das reicht. Genau, die uns. Ampeln weghauen. Dann da, die Ampel fällt jetzt erst um! Hallo? Hallo? War alles geplant. Man nennt mich Cat of Fate. Ich muss dein Auto nur einmal berühren und du fliegst. Mach Windschatten. Ne? Hallo? Ich dachte, ich bin zusammen und hol die beiden ein da. Ja, dein Hallo klang sehr aggressiv. Ja. Die klingt immer aggressiv. Ja, ich bin halt daueraggressiv. Wie beim Ja-Wort. Ja! Ein Ram-Abstand. Bitte, die Mitte. Okay, Gibi, wenn wir uns mittig halten, dann kriegen wir einen von denen. Die kommen gleich, ihr seht gleich. Wenn es darum geht, ob sie dich oder mich kriegen, will ich, dass sie mich kriegen, okay? Was machst du mit dir? Pass auf, Gibi, da sieht man sie. Guck, wo sie langfahren. Ja, ja, ich sehe es. Ja, da, hier. Genau hier. Oh, das war so knapp. Er ist neben mir gefahren. Shit, ey, nochmal. Wir haben noch eine Chance. Wir sind noch nicht weg. Komm, Gibi. Oh, der ist schon wieder rechts gefahren. Maro fährt immer rechts. Spricht für sich. Ich bin nicht der Posten, ja. Mann, jetzt ist wieder der komische Looping, wo ich gestorben bin das letzte Mal. Aber jetzt kommt wieder der Big One hier. Bei mir kommt jetzt hier wieder die komische Stelle, wo ich irgendwie im Boden gebackt bin. Falsche Richtung. Danke für die Info. Scheiße, mein Auto wackelt schon. Boah, jetzt kommt der Speed. Ich sehe euch gar nicht mal. Boah, das war aber eine Millimeter-Entscheidung. Oh, das ist knapp. Ja, same. Ich bin tot. Mach's gut, Alu. Nein, Gippi! Ich werde noch einen für dich holen. Jetzt lässt er ihn fallen. Items? Hey, Gippi. Oh! Maru, ey. Ich glaube nicht mal, dass irgendwie weggeflogen wird. Aber einer wäre einfach straight explodiert. Bei der doch Geschwindigkeit. Da ist er, der Ede. No! Bitte jetzt und nicht von der Wand wegfliegen. Wieder. Oh, nee. Ja, genau das ist mir auch passiert beim ersten Mal. Kannst hier solide zweimal in einer Aufnahmesession. Oh, nein, ich bin vom Weg abgekommen! Ich bin vom Weg abgekommen! Maru auch! Und er fliegt alleine! Bolletschlender! Ach nein, ich hätte dranbleiben müssen! Beide sind einfach weggeflogen! Der hat einfach gedreht, das Auto einmal. Das gibt's so ganz locker flockig. Feuerwerk. Mitten auf der Bahn ist ein Hängerle. Okay, es gibt noch was eine Möglichkeit, das? Wie ich Dalu vielleicht überholen kann. Jetzt muss ich Gippi überholen? Ja, jetzt warum? Wieder überholen. Nein. Mich dicht aus. Es funktioniert! Es funktioniert nicht! Ich hab den Schock, mein Nein! Ja, aber was heißt denn wirklich überholen? Du musst doch die Checkpoints mitnehmen. Ja, aber ich hatte... was ist denn mit Items los? Ich bin an der Seite vorbeigejumpt. Weil der eine Checkpoint nicht in meinem Repertoire von so da, Prioritäten du. Aufgenommen war. Ich bin da, du kannst mich jetzt vorlassen. Das geht leider nicht. Nee, er geht nicht mehr, er ist gerade in die Backgasse gefahren. Oh, da ist Dalu drin. Und wo ist jetzt Gibi? Als ob das jetzt so schlimm ist. Oh, ich dachte, ja. Die wollten zu zweit. Dalu hat ja, Dalu hat wieder, der hat mich rausgekickt und dann dieser, weißt du. Er böse Fähigkeit, uns rauszuschmeißen. Der hat halt Hex aktiviert und wollte alleine erst versuchen. Ja. Okay. Items fliegt an der Rampe einfach rechts weg. Maru fliegt links weg und ich war einfach nur. Das Problem war, das war wieder ein GTA-Ding und kein selbstverschuldetes Ding. Das mag ich nicht. Oh nö, das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Nee. Nein. Ja, nee, Juli. Das wird nichts mehr. Ja. Juli, ich bin da quasi noch in Runde 1. Juli. Du bist, oh, so ja, du knapp, bist im Ziel. Juli. Sehr gut. Schönes Bild. Schönes ja, Bild, ja. Ja. Oh, ja. Schönes also selber Stadtteil war. Das sehe ich mich. Gibi, ich hatte aber sehr wohl einen Grund, und zwar hätte ich nicht ausweichen müssen, weil ob ich gezielt habe, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Ich denke, das hat mir so eine Unruhe gegeben, wie sie mich da rausgehauen hat. Ja, das warst du, oder was? So, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen, Doktoren, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Schaut bei den anderen Leuten in der Videobeschreibung vorbei. Lasst gerne einen Kommentar und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.